So, der erste Silagernte. Na, das sind teure. Aber nicht so viel, dass sie. 93.000, der Eben, billigste. das sind 30.000 mehr und du hast 400 PS. Stimmt. Irgendwann hätte ich gern so einen. Ja, mein Kauf dann. Und dann haben wir es dann. Bin ich im Weg. Gönn dir. Brauchen wir das Geld nicht? Dabei brauche ich es nicht. Ich hoffe, dass er uns dann auch was einspielt. Gut, wir sollen uns da was einspielen. Indem er Arbeiten macht. So, also. Ja. Ah, okay, den könnte man sogar noch aufpimpen auch. Derzeit hat er 425 PS. Boah, geil. Was ist sehr schön. Sieht alles ganz gut. Den verkündigen wir gleich. So. Und mit Zahn. So, wie war das nochmal? STRGI, nein, LI. Davor, was ist da jetzt? Ah, ich habe wieder mal Probleme mit dem Abladen, Alter.
soweit ich das. Oder machen wir es? Wo bist du blockiert, Alter? Da? Nein. Ich weiß zwar nicht, ob da irgendwo hier hinfahren sollen, aber da ist er blockiert, Alter. Werden? Hm? Wer muss wohin? Da der eine mit den Siliermitteln und so weiter ist hängen geblieben. Der Stroh abliefert. So. Da kommt man mit dem Dresche jetzt wirklich nicht mehr nach. Da ist mittlerweile mit allem nicht mehr nach. Ja, stimmt. Also alleine zumindest. Aber ich habe nie geschafft, dass ich alles gleichzeitig mit den Feldern ansehen und mir habe ich dann auch voll die Orientierung verloren. Jetzt musst du bald wieder gehen, eine.
Ja, die Produktion ist schon lange mal geschafft. Der kann ja kein Geld reinkommen. Weil? Dann die Produktion läuft. Haben wir kein Mehl mehr? Mehl wird ja gleich verkauft. Mehl haben wir sowieso nie. Ach so, so meinst du das, ja. Getreide haben wir. Das meinst Das heißt, das gehört wieder ins Eingefühlt quasi. Eine stationäre Ballenpresse im 126.000, das ist ja krank, Alter. Das ist Ist auch nicht so verbilligt. schlecht. Doch, genau, ziemlich. Das ist die, was ich erzähle, aber du führst einfach ran und dann kommen die Ballen hinten raus. Ah, okay. So. Da kommt man gerade vom Schafstall ein Traktor entgegen mit zwei volle Gras-Dings, so wie Ja, es nochmal, ausschaut. der wird dort umdrehen. Noch immer. Ah, okay. Wird sich nie ändern. Bin jetzt weit gefahren. So. Solange es immer wieder ausleert, ist alles gut. So. So, dann kommen wir wieder. So, schon wie der Erste sind. Der Erste. So, wie erinnere ich das? Upsi. Oh, da.
Das nächste Mal müssen wir die Schafstelle ein bisschen weiter auseinanderbauen. Geht sie nicht gut aus zum Beladen. Gut, da ist Dead End. Habe ich was geschissen hingestellt? Und ich glaube, die Schafseinfahrt könnte zu eng sein. Einfahrt? Durch die Büsche, links und rechts. Also ich glaube nicht, dass da zwei nebeneinander durchkommen. Achso, na das geht sicher nicht aus. Quasi. Okay, passt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Weißt du, was krass ist? Ich höre einen Zug da, Alter. Wir haben ja nicht einmal einen Zug da irgendwo. Aber ich. Maschine. Bist du aber da voll beladen, lässt sich da kein Millimeter fast heben. Oder? Oder? So wie es geht, kleine Kasse wieder gespült ist. Was machst du gerade? Silage wieder? Das heißt, du bist dort beim Silage-Silo? Ich bin am Feld, aber ich fahre dort gerade hin. Okay. Da wieder ein kleines Anhängerproblem. Das mehr kann ich nicht alleine heben. Das kann eh sowieso nur einer gleichzeitig heben. Gleichzeitig können wir nicht heben. Aber vielleicht kann einer dagegen fahren dabei. Aber du musst ein Stückchen anheben, dass du überhaupt dagegen fahren kannst. Wenn du nur dagegen fährst, schiebst du dann einfach weiter. Mal gucken, ja.
halt einmal, ob der eine schon fertig ist. Der ist doch fertig, ja. Wissen die. Das muss ich mir echt angewöhnen, Alter. Langsam um die Kurve fahren. Oder eine Dresche. Alles. Bitte? Eine Dresche. Fertig mit dem. Du wird es nicht. Bin gleich da. Ah, okay, jetzt die Produktion und bist du noch nicht gefahren. Oh ja, Mühle. Was? Ah, dass du die Produktion noch nicht angefahren hast.